Dieses Video wird unterstützt von Get in IT. Wenn du auf der Suche bist nach einem Job in der IT, dann am besten einfach mal bei getinit.de vorbeischauen oder einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und dich dort mal anmelden. Denn hier warten über 5000 IT-Jobs für dich und darunter natürlich auch welche mit Dart und Flutter im Angebot. Und hier einfach mal das Profil ausfüllen, das heißt, wenn du hier quasi alle deine Fähigkeiten einträgst, React, TypeScript, Python oder was auch immer du kannst, dann einfach mal die Skills eintragen und die Sprachkenntnisse, Perspektiven, Studium, Ausbildung, Lebenslauf und Praxiserfahrung einfach alles eintragen und schon melden sich die Firmen bei dir. Dich kostet es überhaupt nichts, aber du kriegst dafür richtig coole Angebote von verschiedensten Firmen für die verschiedensten Jobs und kannst dir danach aussuchen, welche du haben möchtest. Und ja, das heißt viel Spaß dabei und jetzt geht's los mit dem Video. So, ihr fragt euch natürlich jetzt, was fehlt dieser wunderbaren App, die einen Superhero-Name picken lässt und sogar mit Herzchen markieren lässt eigentlich noch? Was bräuchte man denn überhaupt noch, um so eine gigantische App noch besser zu machen? Nun, die Antwort ist ganz klar, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Screen. Wir wollen uns angucken, wie man zu einem neuen Widget navigieren kann, das heißt, wie man quasi etwas Neues darstellen kann. Normalerweise hat man ja mehr als nur eine Webseite, das heißt, man hat zum Beispiel ein Dashboard, man hat eine Selektion an Superhero-Pickern und man hat dann eine Auswahl von den Besten, man hat Kommentare, man hat alles Mögliche, was man verwalten kann und das soll natürlich auch gehen. Und wir wollen jetzt hier tatsächlich einfach nur diesen neuen Screen implementieren. Wenn man hier zum Beispiel lange draufklickt, dann soll nicht ein Herzchen passieren, sondern man soll hier tatsächlich zu einem Beispiel von diesem Superhero kommen. Und natürlich werden wir keine echten Bilder verwenden, sondern wir werden sogar gleich lernen, wie man Bilder aus dem Internet runterlädt. Wunderbar, oder? Okay, was wir machen müssen, ist als erstes mal natürlich on long press. Ja? Das heißt, wenn wir lange drücken, dann soll bitte was kommen. Naja, dann wollen wir einfach tatsächlich eine Funktion aufrufen, namens zum Beispiel Bodenstrich Push, Push Example. So, warum Push und warum Example und warum keine Klammern? Naja, ganz einfach, das hier ist noch gleichzeitig eine neue Methode, die wir hier reinpacken. Und diese neue Methode soll uns genau das bringen. Sie soll uns ein Example, also ein Beispiel von diesem Held hier aufrufen. Dafür muss sie allerdings auf den Navigator etwas drauf pushen. Und zwar, der Navigator ist quasi das, was sich merkt, wo eure App eigentlich ist. Das heißt, ob ich zurückgehen möchte, ob ich vorwärts gehen möchte, etc. Und hier der Navigator ist wirklich sowas wie euer Vor und Zurück. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr auf den Navigator was draufschreibt, kann man über den Zurück-Button auch wieder zurückkommen. Und das ist schon ziemlich wichtig in dem Fall also. Also jede Webseite würde da zum Beispiel jedes Mal, wenn man eine neue Unterseite lädt, würde etwas Neues auf den Navigator gepusht werden. Okay, also, was machen wir hier? Navigator... Navigator jetzt Punkt off und hier müssen wir quasi den Build-Kontext einbauen. Das heißt, welcher Kontext soll eigentlich auf diesen Navigator gepusht werden? Wo sind wir eigentlich gerade? Naja, das ist genau unser Kontext und hier wollen wir dann einen Punkt Push erreichen. Das heißt, hier wollen wir draufschreiben, auf welche Route wir eigentlich gehen, also wo wir danach hingehen. So, diese Route, achso, hier fehlt doch das Semikolon, diese Route, die ich gerade angesprochen habe, die bekommen wir über eine Material Page Route und die gibt uns quasi an, wo wir eigentlich hin wollen. Allerdings müssen wir hier eine Material Page Route von, das ist eigentlich eine generische Klasse, von Void erstellen. Und die braucht jetzt hier erstmal den Builder. Der Builder baut euch einen neuen Kontext und ihr sagt ihm dann, wo ihr danach eigentlich hingehen wollt. Also, was machen wir? Der Builder, naja, der nimmt erstmal diesen Kontext, also Build Kontext namens Kontext und bildet ihn ab auf Folgendes. So, und hier brauchen wir natürlich auch noch ein Semikolon rein. Oder brauchen wir? Brauchen wir. So, man muss immer mal wieder nachzählen. Okay, was wollen wir genau machen? Nun, hier stellt sich die Frage, welche Informationen brauchen wir eigentlich aus unserem bisherigen Kontext? Das heißt, was wir bisher irgendwie offen hatten. Wenn wir hier mit einem Long Press draufklicken, dann haben wir ja eigentlich Informationen, die wir später wiederverwerten wollen. Also, was machen wir? Wir schreiben uns diese Informationen irgendwo da rein. Also sagen wir hier Final Info. Beziehungsweise Final Superhero Name, um genau zu sein. Superhero Name ist gleich. Woher kriegen wir jetzt den Namen? Naja, den müssen wir uns erstmal noch markieren. Das heißt, wir gehen hier mal in die Build Row rein und sagen, wo wir eigentlich gerade sind. Also gehen wir hierher.
Es reicht uns halt leider nicht so ganz aus, einfach nur Push-Example aufzurufen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich eine neue Funktion erstellen, die eben Push-Example in sich aufruft. Das geht durchaus, das können wir so wunderbar machen. Sieht allerdings jetzt gerade ein bisschen hässlich aus. Deswegen lasst uns das mal aufräumen. So, und jetzt können wir hier an Push-Example tatsächlich eine Variable übergeben, was wir hier weitergeben wollen. Das heißt, hier sagen wir den Superhero-Name als Variable und den setzen wir da einfach mal rein. So, das ist natürlich ein String, Superhero-Name, wunderbar. Und ja, jetzt haben wir hier plötzlich die Möglichkeit, auf den Superhero-Name drauf zuzugreifen. Also Final Superhero-Name ist gleich Superhero-Name. Das geht natürlich nicht, wenn wir hier schon Superhero-Name vorher definiert haben. Das würde das ja quasi überschreiben. Also machen wir hier einen Bodenstrich Superhero-Name draus und bekommen hier plötzlich den Superhero wieder zurück. So, jetzt müssen wir nochmal kurz hier gucken. Das hier muss natürlich ein Komma sein, sonst funktioniert das nicht. Okay. Und ja, jetzt, achso, jetzt habe ich aus Versehen gereloadet, whoopsie. Wenn ihr speichert, dann reloadet ihr und ich habe die blöde Angewohnheit, ständig zu speichern, aber ich glaube, das, ja, sei mir vergönnt. So, und jetzt möchte ich hier natürlich mit meinem Material Page Root etwas zurückgeben. Das heißt, ich möchte hier quasi etwas Neues returnen. Und zwar einen neuen Scaffold, der jetzt hier eingesetzt wird, anstelle meines anderen Platzes. Und dieser Scaffold soll folgendermaßen aussehen. Der soll eine App-Bar beinhalten, übrigens in einer neuen Zeile am besten, das soll natürlich auch ansehnlich aussehen, eine App-Bar beinhalten. Und diese App-Bar, die wir hier übrigens haben, soll einen Title beinhalten. Title. Und dieser Title, naja, wie soll der aussehen? Das soll mein Bodenstrich Superhero Name sein. Allerdings selbstverständlich hier, oh, das wird mir sogar vorgeschlagen, als Text, wow, das ist angenehm. Sehr, sehr angenehm. Und ja, das ist dann quasi mein Superhero-Name, der da angezeigt wird. Aber ich möchte natürlich nicht nur den Titel haben in der App-Bar, sondern ich möchte gleichzeitig noch einen Body haben in meinem, ja, in meinem eigentlichen Scaffold. So, jetzt habe ich's. Und dieser Body soll bitte ein Bild beinhalten, ein Bild, das aber gemittelt werden soll, also es soll ein Centered Bild sein. Und hier möchte ich natürlich als Child gerne mein Image darstellen. So, mein Image, wie sieht mein Image aus? Naja, das kann ich mir holen von image.network. Da kann ich quasi einfach meine Quelle angeben, wo ich das Bild her habe. So, und das Lorem Ipsum, also ihr kennt vielleicht Lorem Ipsum, Dolor sit amet, bla bla bla, das ist einfach Beispieltext. Wir wollen hier natürlich ein Bild haben, das genau dieses Lorem Ipsum auch macht und das bekommen wir aus https://pixum, also statt Lorem Ipsum, pixum, .photos, /, und auf 200 auf 300 Pixel breit. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. Das ist im Endeffekt unser Bild. So, perfekt. Und damit haben wir eigentlich alles, was wir wollen. Wir haben ein Bild, wir haben eine App-Bar und so weiter und so fort. Jetzt machen wir hier mal einen Reload, einen Hot-Reload und schauen uns das Ganze an. Und hier können wir immer noch Herzchen verteilen. Wir können aber auch jetzt lange draufklicken auf etwas. Und dann sehen wir hier, Dana wird uns dargestellt als ein wunderschönes Bild, das 300 Pixel hoch und 200 breit ist. Wir können hier wieder zurückgehen und dann können wir hier auf den Forerunner gehen. Und der lädt natürlich genau dasselbe Bild, weil wir immer dasselbe Bild bekommen. Aber ihr versteht, glaube ich, dass, den eigentlichen Sinn dahinter. Wir könnten uns jetzt hier quasi die Bilder basierend auf einem Superhero-Text anfragen. Und das macht man normalerweise mit APIs. APIs sind die modernen Grundstöcke sozusagen, die Schnittstellen zu den Backbones des Internet, also zu Webseiten. Denn die meiste Rechenarbeit wird nicht bei euch in der App gemacht, sondern in irgendwelchen APIs. Das macht ihr zum Beispiel, indem ihr mit Python Flask etwas schreibt. Das ist ein Framework für Python, mit dem ihr eine RESTless API machen könnt oder ein REST, nicht RESTless, eine RESTful API, also eine Stateless API, sorry, wenn man die Sachen aufeinander abmischt, ne? Und genau, da könnt ihr dann quasi einfach sagen, okay, wir schicken einen Request an diese API ran und bekommen irgendwelche Informationen zurück, zum Beispiel eben ein Image. Oder einen Link zu einem Image zum Beispiel, den ihr dann hier einsetzen könnt. Und wie man das macht, das schauen wir mal, ob wir das nächstes Mal schon machen. Vielleicht machen wir es auch irgendwann anders. Aber das ist jetzt erstmal unsere erste Beispiel-App, die wir mit Dart und Flutter geschrieben haben. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Und ja, vielleicht mache ich noch ein weiteres Beispiel für, wie man mit diesen
mit diesem Navigator hier umgeht. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit unserer Beispiel-App und können anfangen mit den einzelnen tiefergehenden Sachen. Das heißt, ja, schreibt mir gerne jetzt schon, was euch so fehlt und was ihr alles braucht. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.